Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Chaos auf Deponia. Mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Der Angriff an der Rebellen an den Organon ist im vollen Gange, wie man hier hört. Und ja, wir müssen hier irgendwie irgendwas machen. Ich versuche jetzt nochmal. Mir ist nur eingefallen, ich kann ja mit der Fliege auch woanders hinfliegen. Könnte ich nicht auch in diesen Transporter? Tatsächlich. Oh, jetzt ist die Kabine leer hier. Geil! Dann gehen wir doch gleich mal rein. Und der Schnabeltier ist hier. Gut. Jetzt können wir mit Janosch reden. Na, wie sieht's aus an der Front? Uwusch, endlich! Schnapp dir eine Waffe und hilf uns. Wir sind gnadenlos in der Unterschale. Ach nee, wenn ich mich einmische, würde ich nur eure Unfähigkeit bloßstellen. Aber... ihr schafft das schon. Und ich sage das nicht, weil tatsächlich Hoffnung besteht, sondern um euch zu motivieren. Das nennt man Leadership. Leadership? Ja, wir könnten ja... da kommt er jetzt nicht hin, ne? Ich muss in diese Kabine. Wartet mal, das kriegen wir hin. So, raus damit dir. Ach. Warum habe ich nur mein... Mann, wenn ich nicht hier unten drücke, dann haut das nicht hin. Also, das ist ja... jetzt ist das Schnabeltier wieder in seiner alten Kabine. Ich muss in diese Kabine rein. Das ist die Kabine vom... Schnabeltier, meiner Meinung nach. Genau. Wie kriegen wir das Schnabeltier denn jetzt da oben hin? Das will raus, das Arme. Das ist wieder so ein Knobeldingen. Ich bin doof. Jetzt ist der Frosch da oben drin, ne? Hä? Ach, ich kann auch hoch und runter. Aber hier gibt's sowas nicht, ne? Frösche sind voll dem. Kann ich so zurück? Aha. Das nützt mir aber gar nichts. Das ist ja ein kleines Rätsel. Wir müssen in diese Kabine. Diese Kabine, die muss leer sein. Wie mache ich dann das jetzt? So, raus damit dir. Warum habe ich nur meinen Dompteurzylinder nicht eingepackt? So, raus damit dir. Warum habe ich nur meinen Dompteurzylinder nicht eingepackt? Das klappt alles nicht so richtig, so wirklich. Ich kann nur mit der Fliege. Und wir müssen in diese Kabine. Ja, wie soll ich das machen?
Warum war da jetzt Text oben drüber? Jetzt konnte man gar nicht sehen, ob man da... Wie hat dir die Verschmelzungssache gefallen? Wovon? Die genetische Verschmelzung ist ganz großartig. Ich bin gut. Schnabeltiere sind voll dämlich. Hilf mir fort. Wie soll ich ihm denn helfen? Hilf mir fort. Es hat die genetische Verschmelzung gut gemacht. Aber da ist doch die Fliege drin. Wie? Das macht doch alles keinen Sinn. Und warum kann ich mich nicht mit den... Nee, hier. Mit dem Frosch unterhalten, das verstehe ich gar nicht. Hauptsache, die Kabine ist frei. Jetzt ist das Tier wieder hier. Kann ich mich jetzt mit ihm hier unterhalten? So, raus da mit dir. Warum habe ich nur mein... Das geht nicht. Ich kann mich also... Mal gucken, ob ich mich jetzt auch mit dem Frosch unterhalten kann. Ganz schön verwirrend. Hier können wir ja hoch. Na, wie hat dir die Verschmelzungssache gefallen? Oh, fast. Die genetische Verschmelzung. Ich ganz großartig. Ich bin du. Frösche sind voll dämlich. Ich kann jetzt hier auch nicht rein, ne, in die Kabine. Doch. Und dann komme ich als Frosch zurück. Der denn nicht wieder raus kann. Ja. Habe ich viel gewonnen. Ich sehe da nicht wirklich Sinn drin. Wie soll das funktionieren? Oh, Entschuldigung. Ich habe mich jetzt zurückgelehnt. Ich war jetzt bestimmt ein bisschen leiser. Wie soll das funktionieren? Wir können, ja, ich weiß, Rufus, ich bin am Knobeln. Ich sollte vielleicht laut knobeln, aber das kann ich nicht. Ich knobel immer leise. Mit der Fliege, wenn ich die Fliege bin, kann ich, wartet mal. Ach, jetzt geht's. Wo ist jetzt? Jetzt ist die Fliege zurück. Jetzt ist die Fliege da hinten. Ich sehe gehupft wie gesprungen. Egal was ich mache, ich komme ja mit dem Tier da nicht raus. Ich knobel mal ein bisschen offline weiter. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das wird ein bisschen langweilig, weil ich brauche da garantiert wieder ziemlich lange für. Ich kenne mich ja. Bis gleich. Ja, Rufus, bis gleich. Oh, meine Fresse, habe ich hier eine Weile gesessen und geknobelt, aber ich glaube, ich hab's jetzt. Also ich muss jetzt, ich habe gespeichert gehabt, deswegen ist das hier noch da. Ich habe jetzt hier gespeichert. Jetzt fliege ich mit der Fliege hier hin. Dann ist das Schnabeltier hier. Ich brauche diese Kabine und ich kann mich nur als Rufus dort erscheinen, wenn ich in diese Kabine reingehe. Da muss aber die Fliege weg sein. Das ist hier das Problem. Wenn ich jetzt hier reingehe, werde ich zum Frosch. Also gehen wir in den Transporter. Wir können ja, wartet,
hier hochgehen. Und wenn ich jetzt hier mich, ne? Dann ist der Frosch weg. So, jetzt gehen wir nochmal hin. Genau. Hier sind ja auch die großen Löcher drin. Das hat auch einen Grund. Das werdet ihr gleich sehen. So, jetzt ist der Frosch da. Jetzt gehen wir hier hoch. Jetzt kommen wir als dicker Frosch zurück. Wir brauchen diese... Die Fliege muss weg. Die Fliege muss weg! Und so klappt es. Die Fliege ist weg. Und jetzt kann ich den Transporter nochmal betätigen. Wir gehen nach unten. Wir gehen nach... Ach, das geht ja hier. Unten und in den Transporter. Und jetzt kann ich gefahrlos, weil alle Kabinen leer sind, den Transporter hier benutzen. Und bin hoffentlich da oben und ohne Schnabeltier zu sein. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jetzt nach oben. Da sind Sie ja endlich. Ich war drauf und dran, ohne Sie abzureisen. Sie wissen doch, was man über den Organon sagt. Dass er beim Versuch entstand, menschliche DNA mit Sojamehl zu kreuzen. Dass wir unsere Fahrpläne immer einhalten. Ah, den Humor haben Sie von der Mutter. Wir wären sicher eher hier gewesen, wenn nicht der halbe Turm aufgrund irgendwelcher Kampfhandlungen gesperrt wäre. Kommt es häufiger vor, dass bewaffnetes Gesindel in Ihren Anlagen herumsteigt? Dieser lächerliche Bauernaufstand ist nicht Ihre Angelegenheit. Trotzdem ist es doch seltsam, dass die Deponianer gerade jetzt aufbegehren. Wissen Sie etwas darüber? Es ist Rufus. Er versucht, mich aufzuhalten. Rufus? Er ist ganz schön hartnäckig. Er ist ein Idiot. Du unterschätzt ihn. Genau, Baby. Sag's ihm. Er ist nur halb so dumm, wie er aussieht. Nimm's mal zwei, dann stimmt's. Er weiß nur nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, aufzugeben. Apropos richtiger Zeitpunkt. Wären die Herrschaften dann soweit? Einen Moment noch. Ich habe meine Tasche drinnen liegen lassen. Sehen Sie zu, Mann. Sobald die Maschinen warm gelaufen sind, legen wir ab. Mit oder ohne Tasche. Oh, es wird knapp. Aber es wird richtig knapp. Da ist Gohl. Kann ich hier irgendwas machen? Was ist das? Argus will jeden Moment aufbrechen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Cletus. Cletus, was macht er denn da? Bombenkontrollen, cha-cha-cha. Fummelt er etwa an den Bombenkontrollen? Ich fummle an den Bombenkontrollen. Chikichu. Na, das sieht bestimmt nur so aus. Es sieht nicht nur so aus. Ich fummle tatsächlich an den Bo, an den Bi, an den Ba, an den Bo. An den Bombenkontrollen. Hör auf, Cletus! Dieser Bu, dieser Bi, dieser Ba, dieser Bu. Jetzt fängst du auch noch so an. Yeah, aber halt. Dieser Verräter. Fummelt er doch tatsächlich an den Bombenkontrollen. Und ich muss wie? Ihn aufhalten. Genau. Wir müssen ihn aufhalten. Da ist eine Tasche. Da soll ich jetzt einfach so hingehen? Die Donner ist wohl abgeschaltet. Hey, da ist Donners Fernbedienung. Und die beiden übrigen Datasetten. Ich lege schon mal eine ein. Golds Fernbedienung fehlt leider. Sie muss ihn noch bei sich haben. Fernbedienung, Datasette. Die Datasetten haben ganz schön gelitten, aber nicht so sehr wie Cletus leiden wird. Wie benutze ich die denn jetzt? Die gebe ich vorerst nicht mehr aus der Hand. Sie. Mann! Geh weg. Kein Bild, kein Ton. Ja, wie nutze ich die denn jetzt? Kein Bild, kein Ton. Langsam habe ich wirklich genug von diesem verdammten Implantat. Alles okay? Geht schon. Gibt's eine Zusammenfassung? Wir sind in Argos Bombenkontrollturm. Ich glaube, Cletus hat vor, die Sprengung auszulösen. Dieser miese...
Und wo ist Donnergoal? Um genau zu sein, bist du jetzt Donnergoal. Lady Goal hat deinen Körper und steht draußen auf dem Balkon. Sie glaubt immer noch, Cletus ginge klar. Vielleicht kannst du ja mal mit ihr reden. Auf sich selbst hört sie vielleicht. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Zum Glück weiß ich genau, wie man mit widerspenstigen Frauen redet. Das habe ich von dir gelernt. Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann wie ich, dann... Vielleicht sollte ich ihr besser nachgehen. Nur zur Sicherheit. Merkst du gar nicht, wie wenig Sinn das ergibt? Ich hab's doch gesehen, verdammt! Hör bitte auf zu fluchen. Ich hasse es, wenn du das tust. Durch den Gebrauch von Fluchworten wirst du mich wohl kaum umstimmen. Und durch den Gebrauch von Ohrfeigen? Typisch. Wenn dir die Argumente ausgehen, greifst du zur Gewalt. Dem Analphabetentum der Seele. Ich kann dir ja mal zeigen, wie ich Kopfnuss buchstabiere. Zufällig mit T wie Trittleiter? Ladies, Ladies! Sowas kann man doch auch friedlich klären. Bei einer fairen Partie Schlammwrestling. Rufus! Habe ich dir nicht gesagt, dass du verschwinden sollst? Ist schon okay, Rufus. Du musst mir hier nicht helfen. Das ist eine Sache zwischen mir und... mir. Kümmere dich lieber um Cletus. Okay. Er ist im Moment das größere Problem. Ach ja, da war ja was. Genau. So, wo war ich stehen geblieben? Dem Geruch nach zu urteilen in einer Jauchegrube. Was? Na, warte! Das machen die beiden wohl tatsächlich Cletus besser unter sich aus. Wie kann man nur so lange Selbstgespräche führen? Ja. Schon irgendwie gestört? Ja. Gestört. Aber zurück zu den wichtigen Dingen. Ich muss Cletus aufhalten, bevor er... Cletus? Wo ist er hin? Kann ich hier irgendwie hin? Ich kann hier hin. Na, dann wollen wir mal schön alles rückgängig machen, was Klötfuß hier so angerichtet hat. Das sollte nicht allzu kompliziert werden. Immerhin hat er das ja auch hinbekommen. Ah, was ist denn jetzt los? Ein Countdown! Nein, 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 nein! Stopp, 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 stopp! Rufus? Das war knapp. Aber wenn das der Countdown war, was hat Cletus dann hier gemacht? Da stimmt doch was nicht. Hey! Cletus, was soll das? Mach auf, du Feigling! Warum sollte ich? Damit du Pfeife mir wieder in meine Pläne pfuschen kannst? Ich müsste verrückt sein. Ja, wie es aussieht, habe ich das ja schon. Immerhin ist es dir nicht gelungen, die Bombe zu starten. Und? Wer ist jetzt der Idiot? Hä? Du natürlich, wie immer. Ich hatte nämlich nie vor, die Bombe zu starten. Aber... ich hab dich doch gesehen, wie du... Ja. Ich wollte die Sprengung sabotieren, Herrgott. Ulysses' Plan war der reinste Irrsinn. Ich habe die Halteklemmen blockiert. Der Organon wird nicht riskieren, die Bombe so zu zünden. Der Schaden für den Planeten wäre gering. Nur der Bombenturm würde zerstört. Und bis sie den Fehler gefunden haben, weiß der Ältestenrat längst von der Existenz der Deponianer. Du solltest mir danken. Ich habe dein Volk gerettet. Und dich leider auch. Vorerst. Mir kommen die Tränen. Du kümmerst dich doch einen Dreck um die Deponianer. Auch nicht weniger als du. Aber ich habe wenigstens kein Problem damit, das zuzugeben. Es geht mir nur um Goal. Aus irgendeinem Grunde hat sie eine Schwäche dafür, dass Deponia seine faire Chance bekommt. Und du kennst mich ja. Für das Lächeln einer Lady würde ich die Welt ins Verderben stürzen. Wahrscheinlich werden die Ältesten die Sprengung trotzdem durchführen. Ich hoffe es sogar. Aber das soll dann nicht mehr in meine Verantwortung fallen. Und seien wir doch mal ehrlich, mehr hättest du auch nicht für dein Volk getan, oder? Also, inwiefern bin ich jetzt die schlechtere Partie für Goal? Und was sollte mich angesichts dessen daran hindern, mit ihr zusammen nach Elysium zu gehen? Kein grandioser Plan heute? Doch. Bestimmt. Rufus? Da fällt dir nichts mehr ein, was? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Na los, halt mich auf. Kann ich irgendwas machen? Ach so, Entschuldigung. Oh, enttäuschend. Du Schwachkopf, was tust du? Ich schalte den Countdown wieder ein. Diesmal ein wenig knapper. Bist du verrückt? Mach das sofort wieder aus. Gerne. Ist das hier der Ausschalter? Hoppla. Ach, was bin ich heute ungeschickt. Ich wünschte, es wäre jemand hier drin, der sich damit auskennt. Aber du musst ja leider schon gehen, nicht wahr? Du miese Kanalbazille! Was hast du wieder angestellt? Mal sehen. Vielleicht kann ich die Steuerung überbrücken. Bete, dass das hier klappt. Dieser Verräter. Kann ich irgendwas machen?
Ich kann zu... Was tust du? Au! Nicht mehr lange. Das Gute wird gewinnen! Oh! Was ist denn da los? Was? Ich... Hat er die Fernbedienung? Das wäre jetzt keine gute Idee. Baby Dollar Soul hat keine Chance gegen Little Soul. Na warte. Das wäre jetzt keine gute Idee. Nee, das geht nicht. Oh, der Lärm geht mir auf den Sack. Keine Chance, Lady. Kämpfst wie eine... Na und? Wartet mal. Schnapp die Fernbedienung. Nein, hey. Hab sie. Und nun? Aufdrücken. Drück auf die Fernbedienung. Nicht, du. Ich Flattertüten? Stech dir in die Augen aus. Bowl! Sag doch was! Was ist passiert? Ach, hier liegt auch noch eine! Absie! Fehler! Netter Versuch, Großschmutz. Man müsste deine Hartnäckigkeit fast bewundern. Ufos, halt dich fest. Eigentlich sollte ich dich töten. Aber langsam tust du mir leid. Wer weiß, wie ich mich verhalten würde. Wäre ich auf einer Müllhalde geboren. Ohne jede Hoffnung auf ein besseres Leben. Ohne jede Hoffnung. Ich würde dir ja gerne den Gefallen tun, deiner nutzlosen Existenz ein Ende zu setzen. Von alleine würdest du niemals aufgeben. Ein kleiner Tritt nur. Aber das ist leider unmöglich. Du hast da nämlich etwas, das mir gehört. Ich hab die Aufstiegscode. Können wir das nicht bereden, nachdem du mir hochgeholfen hast? Das ist Donna in Golds Körper. Sie muss komplett verwirrt sein. Also noch kompletter. Ich werde nicht zulassen, dass er gewinnt. Ah. Das ist Donners Fernbedienung, ne? Richtige Idee, falsche Fernbedienung. Aha, okay. Zum letzten Mal, gib mir diese gottverdammte beschissene Fernbedienung. Ich weiß, du brauchst die Aufstiegscodes, nicht wahr? Was soll das werden, Schlauberger? Du weißt genau, was ich will. Hier geht es gar nicht um Goal. Oder? Verplempere nicht meine Zeit, du Freak. Gib mir jetzt die Fernbedienung. Oder wir fliegen alle in die Luft. Die Bombe tickt. Upsi. Nein, du hirnverbrannter Volltrottel. Ich sollte dich... Goal, das war ja... Wow, gut gemacht. Ja, sieht so aus. Ich wollte es wohl einfach nicht wahrhaben. Aber offenbar lagst du richtig mit ihm. Warum hat er das nur getan? Ist doch egal jetzt. Hilf mir hoch. Ja, natürlich. Aber nicht bevor ich mich entschuldigt habe. Ich habe dir Unrecht getan. Das ist ja lieb und nett, aber ich dachte, ich weiß nicht, wie lange er sich noch festhalten kann. Dabei hätte ich dir von Anfang an vertrauen sollen. Nicht ihm. Hinter meinem Rücken die Bombe zu starten. Unfassbar.
Ich könnte niemals mit so einem Lügner zusammen sein. Und trotzdem war es so, oder? Cletus ist der Lügner, richtig? Richtig. Ja, Cletus hat... Was? Mich angelogen? Mhm. Rufus! Ich weiß nicht, was ich jetzt antworten soll. Naja. Was soll das heißen? Gibt es noch etwas, das du mir sagen willst? Eine Sache wäre dann noch. Was? Ich muss alles wissen. Ich weiß, der Zeitpunkt könnte günstiger sein. Aber nur wenn du mir alles erzählst, kann ich dir wieder vertrauen. Und ich will dir doch vertrauen. Da ist doch irgendwas. Raus damit. Ja, wie soll ich sagen? Rufus! Sag es einfach. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Cletus hätte ich nicht belogen. Cletus ist der Lügner. Was nehme ich jetzt? Noch wieder so eine... Cletus hat dich nicht belogen. Was war das? Er hat die Zündsequenz nicht gestartet. Das war ich. Du? Heißt das etwa, Cletus hat mich gar nicht verraten? Ich habe ihn vollkommen zu Unrecht niedergeschlagen? Irgendwie schon. Aber dass ich dir die Wahrheit sage, zeigt doch, dass ich hier der Gute bin. Oder? Nein, es zeigt lediglich, dass der bestmögliche Rufus immer noch schlechter ist als Cletus. Oh. Goal, lass mich nicht hängen. Ich hab dir doch alles gesagt. Goal. Na, Rufus, hast du es wieder geschafft, dass sich das Blatt in letzter Sekunde gegen dich wendet? Hm? Ich sagte doch, du willst gar nicht gewinnen. Zumindest nicht durch Betrug, nicht wahr? Nun, du hast gut gespielt bis hierher. Aber am Ende kommen die Karten immer auf den Tisch. Ich hab zwei Damen. Was hast du? Spielen wir jetzt Rummy? Psst, tja, sieht so aus, als hättest du es mal wieder versaut, Rufus. Oder hast du etwa noch einen Trumpf im Ärmel, von dem ich nichts weiß? Das ist noch nicht das Ende. Hältst du das hier für ein Spiel? Das ist noch nicht das Ende. Ich verstehe. Du hoffst auf einen dritten Akt. Ja. Der Held läuft auf die Startbahn, klopft an das Fenster des Hochbootes. Die Sache hat nur einen Haken, Rufus. Du bist kein Held. Du bist eine tragikomische Witzfigur. Und dies ist auch keine romantische Komödie. Es ist irgend so ein selbstreflexiver Independent-Scheiß, bei dem es am Ende keine Antworten gibt. Kein Happy End. Nur den Blick in das hässliche Spiegelbild, das zu allem Überfluss dann auch noch den Subtext ausplaudert. Das Chaos kann nicht gewinnen, wenn das Ziel die Ordnung ist. Irgendwie sowas. Janosch und seine Widerstandskämpfer werden jeden Augenblick hier oben sein. Diese Jammergestalten, dass ich nicht lache. Ich bezweifle ernsthaft, dass überhaupt noch einer von denen am Leben ist. Das muss ein echter Hirni gewesen sein, der diesen Angriff ausgeheckt hat. Diese ganze Aktion ist dermaßen dämlich, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass du damit nichts zu tun hast. Haben wir nicht. Hey. Okay, Themenwechsel. Goal wird das nicht zulassen. Sag es ihm, Goal. Es tut mir leid, Rufus. Mir auch. Es muss schwer für dich gewesen sein, mir dein wahres Gesicht zu zeigen. Was hat er getan? Ich sehe jetzt, wer du bist. Ganz schön tapfer. Aber es reicht nicht. Leider. Du hast mich einmal zu oft enttäuscht. Du hast die Mädels gehört. Das Spiel ist aus. Hältst du das hier für ein Spiel? Es geht hier immerhin um einen ganzen Planeten voller unschuldiger Menschen. Jetzt hör schon auf mit deinem quasi-moralischen Blödsinn. Es ging dir noch nie um die Menschen. Es ging dir darum, das Mädchen zu bekommen. Und was, mein Freund, unterscheidet dich dann noch von mir? Vielleicht die Tatsache, dass ich kein arroganter Schnösel bin? Genau. Du bist der schmutzige Underdog. Der Außenseiter aus der Unterschicht. Aber der bist du nur, solange du immer wieder verlierst. Du kannst nicht gewinnen, ohne genauso zu werden wie ich. Genauso wenig wie du auf Elysium leben kannst, ohne Deponia zu zerstören. Es gibt kein Szenario, in dem du gewinnst. Ich habe noch die andere Fernbedienung. Dir fehlt noch eine Dame für dein Full Goal.
Die kannst du gerne behalten. Das Spiel ist vorbei und der Hauptgewinn reicht mir. Zwei wundervolle, bildschöne Frauen. Eine rechts, eine links und ich in der Mitte. Ihre reinsten und nobelsten Eigenschaften endlich wieder vereint. Mehr als genug Goal für einen maßvollen Mann wie mich. Du hast nur eine dumme Datasette mit Goals geistig-moralischen Kinderkrankheiten. Sie ist ungehobelt, trotzig, streitsüchtig. Das komplette Chaos. Wie Rufus. Genau. Vollkommen nutzlos. Du weißt schon, dass du da von mir redest, oder? Was denn? Wenigstens bin ich ehrlich. Das gefällt dir doch so an mir. Ja. Ja, du hast recht. Aber es ist ein Teil von dir, Goal. Genau. Ohne ihn bist du nicht komplett. Das ist uns vollkommen wurscht. Ich habe die besseren Goals und die Aufstiegscodes. Wir sollten jetzt endlich den Countdown hochdrehen. Abschalten kann ich ihn ja nicht mehr. Danke, Rufus. Dafür wird die Explosion gerade mal den Turm selbst betreffen. Danke, Cletus. Weil ich ein Gentleman bin, gebe ich dir und deinen Rebellenfreunden genug Zeit, euch aus dem Staub zu machen. Das ist doch das, was ihr am besten könnt. Leb wohl, Rufus. Du warst vielleicht kein würdiger Gegner, aber ich bin ja Kummer gewohnt. Nein, das kannst du nicht tun. Cletus, Goal gehört zusammen. Wartet, ich... Das wird langsam anstrengend hier. Nein. Auch das noch? Hätte ich was anders machen müssen? Sie haben aufgehört zu schießen. Na endlich. Du meinst, wir haben gewonnen? Ich weiß nicht genau. Aua. Ruwusch, alle mal aufgebascht. Ich schieße Ruwusch. Hurra. Janosch. Ihr lebt. Natürlich leben wir. Was dachtest du denn? Wir müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden. Der Turm fliegt gleich in die Luft. Dann lass uns schnell alle zusammentrommeln. Vergesst mich nicht. Goal! Eh schon wieder. Goal, du, aber warum bist du nicht bei Cletus? Tja, so verlockend die Aussicht nach Hause zu kommen auch war. Ich hätte einen wichtigen Teil von mir vermisst. Und Cletus? Ich habe ihn auf der Gangway ausgesperrt. Krawall-Goal hätte das sicher... dramatischer gelöst. Aber ich fand mich auch ganz lässig. Und Cletus hat getobt. Im Angesicht der drohenden Explosion hat ihm aber eine Goal scheinbar ausgereicht. Apropos Explosion. Wir sollten keine Zeit verlieren. Aber was ist mit dir? Ich meine, was ist mit deinem dritten Teil? Wirst du Baby Goal nicht auch vermissen? Tja, ich hab da noch was gefunden auf dem Weg hier runter. Die Fernbedienung? Kriegt er jetzt die Donner? Sie wird es sich noch anders überlegen. Vertrau mir. Herr Botschafter, es wird Zeit. Der Turm ist evakuiert. Wir müssen unverzüglich los. Ja doch. Ja doch. Er hat die Donner. Ich wusste übrigens, dass du zurückkommst. Das wusstest du nicht. Wusste ich doch. Oh, vorbei. Ich kann auch wieder gehen. Oh, das war eine lange Folge, aber ist egal. Argus Plan zunichte und Schluss der Geschichte. Ich hoffe, sie hat dir ein bisschen gefallen. Nicht nur ein bisschen. Wird dich bewegen, den Stolz abzulegen, abzuwägen zwischen Egoismen und Idealen. In brenzliger Lage geht es um Courage und um Schnabeltiere und um die Zugehörigkeit zu opponieren in Untergrundorganisationen, aber ist egal, lass die Körper stehen. Jetzt ist sie zu spät zu gehen. Überhaupt und sowieso, ey, wo soll ich denn wohnen? Russa, wie wär's mit Heilbronn? Hauptsache, es reimt sich. Okay, geschafft. Das war ja nochmal eine ganz schöne Knobelei zum Schluss. Entschuldigung. Chaos auf Deponia, Hussa, wie wär's mit Heilbronn? Ja. Danke für das schöne Spiel. Und ich konnte mal mit Herrn Range spielen, das ist auch schön.
Ich habe das wirklich nicht gewusst. Ich weiß, dass es im dritten Teil einen Auftritt von ihm gibt. Den habe ich mir damals auch bei ihm angeschaut. Aber ja, ich habe sowieso da alles wieder vergessen. Keine Angst, wenn ich das spielen sollte. Ich habe das Spiel aber noch gar nicht. Denn, wird das trotzdem für mich schwierig genug sein. Man merkt das hier auch. Ich habe bei einigen Situationen ganz schön geschwommen. Das ist aber so bei solchen Spielen. Da muss man ganz schön knobeln. Und ich spiele ja jetzt, habe jetzt hier den Rest. Wartet mal, wie viele Folgen hatte ich fertig? Wie viele Folgen hatte ich fertig? Ich weiß das gar nicht so genau. 18? 18 Folgen hatte ich fertig. Das heißt, ich habe heute 8 Folgen aufgenommen. Insgesamt. Ich habe zwar Pause zwischendurch gemacht, aber ja. Nee, wartet mal. Ich habe noch mehr aufgenommen heute. Das stimmt ja gar nicht. Kommen noch 4 Folgen dazu. 10 Folgen habe ich heute aufgenommen. Ah, da ist das Team. Ich glaube, da war auch Gronkh mit bei. Danke. Bitte, gern geschehen. Ja, hier gibt es die Punia Doomsday. Das ist der aktuelle Teil. Hier gibt es denn, ja, ich weiß gar nicht. Kann ich das jetzt einfach mal machen? Ich mache das mal. Mal gucken, was passiert. Aha, dann geht der Steam-Shop auf. Oh mein Gott, die Anhalte dieses Strategie Tower Defense. Naja gut, das ist nichts für mich. Aber Deponia Doomsday, Chaos, Goodbye Deponia. Das ist der dritte Teil. Und den habe ich noch nicht. Ich denke mal, ja. Den werden wir uns dann zu Gemüte führen irgendwann. Ich mache aber, glaube ich, jetzt erstmal was anderes. Ich gehe mal hier raus aus der Ansicht. Wartet mal, so. Herr Kedos spielt wieder Dota 2. Was sonst auch. Was auch sonst. Ich werde mal jetzt was anderes spielen zur Abwechslung. Lasst euch überraschen, was dann am Wochenende erscheint. Mir hat es trotzdem viel Spaß gemacht. Den dritten Teil wird es ganz sicher geben. Ich habe auch noch ein anderes Adventure, so Point-and-Click in der Machart, mit einem vollkommen anderen Helden. Eigentlich habe ich noch mehr davon. Na, mal schauen. Ja, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, wie ich jetzt so oft das sage, wenn ich ein Spiel beende, ein Abo und ein Like ist immer sehr schön, freue ich mich. Vorschläge für andere Spiele, da bin ich auch immer offen. Freue ich mich auch. Ich hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Spiel mal wieder oder hören uns. Nochmal Dankeschön und tschüss.